Ich finde, dass ich relativ fit bin. Aber durch diesen Film werde ich sicher noch viel fitter und gesünder, weil ich ständig laufen, klettern und springen muss. Wir rennen durch den Wald, werden von Greifern verfolgt. Das ist eine sehr spannende Sequenz. Gefilmt wird das von einer Kamera, die mit unfassbarem Tempo an einem gespannten Seil entlang saust. Ich sage Action und sie rennen wie irre los, denn sie versuchen sich gegenseitig zu übertreffen. Dan will schneller sein als Emma, Emma schneller als Dan und Rupert ist froh, wenn er irgendwie mithalten kann. Mir war nicht klar, wie schnell das werden würde. Ich bin einfach hinter Dan und Emma her. Wir werden alle drei behaupten, ich war der Schnellste. Entscheiden wird sich das erst beim Rennen. Ich bin schneller als Emma. Auf dem roten Teppich bei der nächsten Premiere machen wir das Rennen. Sagen wir 100 Meter. Ich bin dabei. What do you know about the Deathly Hallows? Der Grund für ihre Reise ist viel bedeutender als ihr persönliches Schicksal. Dies ist Harrys letzte Chance, das Voldemort-Problem endgültig zu lösen. Harry, Ron und Hermine fliehen und versuchen herauszubekommen, wie sie Voldemort besiegen können. Sie wissen nicht wie. Niemand kann ihnen helfen. Sie sind aufeinander angewiesen. Dadurch wird deutlich, welch großes Opfer Hermine und Ron für Harry und ihre Freundschaft bringen. Die Welt ist inzwischen so unheimlich und unvorhersehbar, weil letztlich jeder mit Voldemort im Bunde sein könnte. I must be the one to kill Harry Potter. Voldemort verfügt über absolute Macht. Nur mit Harry Potter muss er noch abrechnen. Aufgrund der Prophezeiung weiß Harry, dass es noch schlimmer kommt. Die Auseinandersetzung ist unausweichlich. Irgendetwas muss passieren. Harry Potter. Harry weiß, dass es jetzt darauf ankommt. The boy who lived, come to die. Alle Wege führen letztlich nach Hogwarts. Die Rettung der Zauberwelt bedeutet Krieg. Das Risiko wird größer unter diesen besonderen Umständen. Weil alle um ihr Leben fürchten müssen, verwandeln sie sich in unglaubliche Helden. Why do you live? Because I have something worth living for. Die Kampfszenen und die Zerstörung der großen Halle, überall Trümmer, das ist wirklich schockierend. Der gesamte zweite Teil ist gnadenlos und extrem temporeich. Es gibt jede Menge Action und Kämpfe, aber auf gute, epische Art. Darauf haben wir gewartet. Jetzt muss jeder Stellung beziehen. Das bedeutet Herzklopfen von Anfang bis Ende. Die Zuschauer werden den Atem anhalten. Werden sie es schaffen? Harry, Hermine und Ron sind unterwegs wie Flüchtlinge. No sign of him, my lord. Bring him to me. Sie müssen fliehen, ohne die Sicherheit von Hogwarts. Mit der Gefahr steigt die Spannung. Für die drei ist es eine entscheidende Reise. Sie werden gejagt, haben keine Heimat mehr, keine Sicherheit. Aber sie haben eine Mission. Dadurch wird es spannend. Sie versuchen, die Horcruxes zu vernichten, aber sie können überall sein. Es ist also sehr schwer, sie aufzuspüren. In diesem Film geht es um Rons, Harrys und Hermines Überlebenskampf. Sie wissen, kein Tag vergeht ohne Mühen, Ärger, Angst und furchtbare Sorgen. Das wird sehr spannend für die Zuschauer.